Name Steffen Tigges. Position Mittelstürmer. Auftrag Tore schießen für die U23. Es macht natürlich riesig Spaß, am Ende den Ball über die Linie zu drücken, das Gefühl. Ich glaube, das kann man nur wenig ersetzen, vielleicht Verteidiger mit einer Grätsche, aber das ist schon das Geilste daran, würde ich sagen. Bei Schwarz-Gelb darf der Vorzeigeathlet dieser Leidenschaft endlich wieder nachgehen. Das war nicht immer so. Also in Osnabrück, vor meiner Station hier in Dortmund, habe ich fast immer links gespielt. Links in der Fünferkette, links in der Viererkette. Aber für mich war immer klar, dass mein größtes Potenzial im Sturm liegt. Der Einsatz auf der Lieblingsposition, ein entscheidendes Argument für seinen Wechsel vor einem Jahr. Vom Zweitliga-Aufsteiger Osnabrück in die Regionalliga West. Ich wollte mehr Spielzeit, um mich einfach weiterzuentwickeln. Ich wollte wieder auf die Position, wo ich mich am meisten wohlfühle. Und von daher war es in Dortmund einfach am ehesten gegeben, dass ich mich richtig gut entwickeln kann. Durfte dann natürlich auch ein paar Mal oben bei den Profis mittrainieren, was dann so ein kleines i-Tüpfchen war, dann mit dem Spiel in Cottbus, wo ich auch getroffen habe. Das 4:0 durch den mittlerweile ebenfalls eingewechselten Tigges. Die Bilanz seiner ersten Spielzeit beim BVB: 9 Treffer und 10 Vorlagen. Tigges, der Topscorer des Teams. Grundsätzlich hat sich das eigentlich positiv gestaltet, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gute Scorerpunkte gehabt. Ich habe alle Spiele gemacht letztes Jahr bis zur Corona-Pause, bis die Regionalliga unterbrochen wurde. Und von daher hat sich dieser Schritt so bewahrheitet, wie ich mir das vorgestellt habe. Für ihn persönlich alles bestens. Mit der Mannschaft will der 22-Jährige aber diesmal deutlich weiter oben landen. Platz 9 in der letzten Saison, zu wenig. Ja, Träume sind weiter Titel zu gewinnen. Damit wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall anfangen. Das treibt mich an, immer Titel zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Erstmal bei unserer zweiten. Und danach? Ja, Ziele sind auf jeden Fall Bundesliga zu spielen. Wo das dann genau ist, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Dafür muss ich aber weiter erstmal an mir arbeiten. Da fehlt noch ein bisschen was, aber zum Glück bin ich noch jung, habe noch ein bisschen Zeit, um mich zu verbessern. Das heißt konkret, vor der Kiste noch kaltschnäuziger werden. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen diesen klassischen Torjägerinstinkt entwickeln, dass man da steht, wo ein Ball vielleicht mal abfällt und die Bälle einfach ins Tor schießt. Und sonst in der Technik, im Spielverständnis muss ich immer noch weiter mehr arbeiten. An meinem schwachen Fuß, ganz besonders auch im Torabschluss, dass man da einfach ruhig bleibt. So, das sind so die Dinge, stürmerspezifische Dinge, wo ich mich weiter verbessern sollte. Mehr Tore, mehr Verantwortung. Steffen Tigges hat in Zukunft also gleich zwei Aufträge. Knipser und Kapitän.